Der große Volkswagen Typ 411 sollte es dem Volkswagen-Konzern ermöglichen, in den potenziellen Markt der Mittelklasse-Limousinen einzusteigen. Doch war die anfängliche Euphorie sehr schnell gedämpft, denn die Verkaufszahlen blieben hinter den Erwartungen. Im August 1972 präsentierte Volkswagen im Zuge der Modellpflege den neuen Typ 412, der zahlreiche Detailverbesserungen besitzt. Die selbsttragende Karosserie wurde im Vergleich zum Vorgänger Typ 411 an der Front grundlegend verändert. Fronthaube und die Kotflügelform fallen nach vorne deutlich ab. Wegen der langen Front erhielten die Typ 4-Fahrzeuge den Spitznamen Nasenbär. Die Doppelscheinwerfer sind nun nicht mehr durch eine gemeinsame Streuscheibe abgedeckt. Den damals neuen US-amerikanischen Verkehrssicherheitsbestimmungen sind die höher liegenden Stoßstangen geschuldet. Deshalb mussten am Heck auch die Rückleuchten höher gesetzt werden. Im Innenraum findet man eine verstärkte Sitzverankerung und offene Türgriffe an beiden Türen. Das Armaturenbrett ist nun wieder mit einem Holzelement verziert. Der Volkswagen 412 LE und E ist nun mit einem 80 PS 1,7 Liter Einspritzmotor ausgestattet. Nur noch der Motor erinnert weiterhin an die Wurzeln des Volkswagen Käfers Typ 1. Denn auch beim 412 ist weiterhin ein luftgekühlter Vierzylinder-Boxermotor im Heck eingebaut. Der Zugang zum Motor erfolgt bei dem hier gezeigten Modell Variant, aber auch bei allen anderen Modellen über den Kofferraum. Die Variantmodelle boten sehr viel Stauraum und waren daher auch stets gut zu beladen. Doch eine schwere Zuladung brachte ein äußerst kritisches Spurverhalten mit sich, denn das gesamte Gewicht lag vor allem auf der Antriebsachse. Besonders bei Nässe oder bei aufkommender Glätte untersteuerte der Variant sehr schnell. Um Abhilfe zu schaffen, beluden die Besitzer den Kofferraum mit schweren Zementsäcken, damit mehr Gewicht auf die Vorderachse kam. Das hier gezeigte Typ 412 Variantmodell stammt aus einer Sammlung, ist absolut original erhalten und besitzt eine umfangreiche Dokumentation. Es ist eines der wenigen gut erhaltenen und unverbauten Exemplare des Volkswagen Typ 412 LE Variant.